Grundstein ist gelegt. Die City West kann sich in ein paar Monaten über ein neues Verwaltungsgebäude der Volksbank freuen. Lange war unklar, was auf dem ehemaligen Gelände des Jobcenters an der Bundesallee entstehen soll. Nun also wissen die Anwohner im Bezirk, dass mit der Volksbank ein Traditionsunternehmen herzieht, das Geschichte geschrieben hat. Mit dem neuen Verwaltungsgebäude kommen 750 Arbeitsplätze nach Charlottenburg-Wilmersdorf. Und das Konzept ist nachhaltig angelegt. Also alle Welt sagt ja, die Banken werden immer kleiner, Filialen schließen. Warum hat sich die Volksbank entschieden, gerade für diesen Standort? Warum haben Sie gesagt, Berlin, wir bleiben hier und wir erweitern uns nochmal? Wir sind ja ein regionales Institut. Wir sind in unserem Marktgebiet Berlin-Brandenburg nur unterwegs. Da spielt die Welt nicht so eine Rolle, sondern wir müssen hier in dieser Stadt investieren, weil wir hier wohnen und arbeiten, auch die Mitarbeiter unseres Hauses und die Bank hier ansässig ist. Und wir für die Zukunft Vorsorge tragen wollten und eben Digitalisierung zwar ein Thema ist, das das Bankgeschäft verändert, aber eben auch andere Konzepte braucht und wir das an einem neuen Standort realisieren wollten. Gerade weil Sie es angesprochen haben, das Thema Digitalisierung, heißt das, Sie sparen Mitarbeiter ein oder sagen Sie, nee, wir strukturieren um, wir stellen uns dieser Herausforderung? Also wir stellen uns schon seit Jahren dieser Herausforderung. Man merkt es natürlich, die Filialen werden immer weniger besucht. Gleichwohl haben wir aber natürlich auch noch Kunden, die die Filiale gern haben. Also man muss versuchen, irgendwie einen Kompromiss herbeizuführen. Wenn wir dann Mitarbeiter reduzieren, dann hat die Bank das immer sozialverträglich in den letzten Jahren gemacht und das wird auch in der Zukunft so sein. Da haben wir so, glaube ich, eine ganz andere Genese und als Genossenschaftsbank auch eine ganz andere Vorgehensweise. Das wollen wir auch beibehalten. Sie haben ja auch eine unglaublich lange Geschichte. Was hoffen Sie, wie lange wird dieses Gebäude hier, Stichwort Nachhaltigkeit, an diesem Standort, diesen Kiez auch beleben? Ja, also tatsächlich ist ja die Bank nicht nur 1946 tatsächlich wieder neu gegründet worden, sondern ich glaube, unser ältestes Vorgängerinstitut ist jetzt 153 Jahre alt. Das war der Vorschussverein zu Treuenbrietzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir natürlich lange Laufzeiten hier haben. Da kann man nicht in die Zukunft blicken. Und wie lange ein Gebäude State of the Art sein wird, weiß man nicht. Typischerweise bauen wir Deutsche ja eher für so 100 Jahre und ich hoffe, dass wir das so gut gemacht haben, dass das auch lange hält. Die Technik geht schnell voran und wir haben nur eins versucht in dem Gebäude, viel nach vorne wegzunehmen, den Schieberegler sozusagen ganz nach vorne zu schieben, um dann immer Anpassungen vornehmen zu können. Ich glaube, wir sind sehr flexibel aufgestellt. Dass die Berliner Volksbank hierher zieht, hat Gewicht und ist sogar für ganz Berlin wichtig. Genau deshalb kam auch der regierende Bürgermeister zur Grundsteinlegung, denn er kämpft um jeden Arbeitsplatz in der Stadt. Wie sehr freut es den regierenden Bürgermeister in Zeiten, wo andere Konzerne von Stellenabbau reden, dass hier die Volksbank investiert und Neues schafft? Ja, einerseits ist es bitter, an so einem Tag, wo Siemens Arbeitsplätze abbaut, das mitzuverfolgen, wie da Industriearbeitsplätze verloren gehen. Auf der anderen Seite umso schöner zu sehen, dass es auch wieder vorangeht in der Stadt und vor allen Dingen auch in der City West. Das ist eine tolle Investition hier der Volksbank. Die Volksbank ist ein Partner des Mittelstands und damit wird sich nicht nur dieses Quartier entwickeln, sondern auch wieder die Berliner Wirtschaft unterstützt. Wie wichtig ist es denn dem Berliner Senat, solche Unternehmen zu fördern, zu unterstützen und vielleicht auch neu nach Berlin zu holen? Na, fördern, glaube ich, müssen wir die Bank jetzt nicht, aber natürlich in ihren Investitionstätigkeiten zu unterstützen und vor allen Dingen durch Verwaltungshandeln so etwas möglichst schnell umsetzen zu können, das ist auch für die Bank wichtig und das ist dann auch immer Stadtentwicklung und Quartiersentwicklung. Mit diesem Bankgebäude sind ja auch wieder Wohnungen verbunden, Bürogebäude, es geht mit der Energieeffizienz voran. Also insofern profitiert dann auch direkt und indirekt immer die Stadt. Doch es bleibt nicht nur bei einem reinen Verwaltungsgebäude, das hier bis 2019 entstehen soll. Der Architekt will mehr. Auf was kann man sich vielleicht auch als Anwohner im Kiez freuen? Ja, was wird hier entstehen? Es wird auf jeden Fall unterschiedliche Häuser geben, also auch im Kontrast zu dem vorherigen Bau, der ja mit einer Bebauung das ganze Grundstück besetzt hat. Wir sind hier auf 7000 Quadratmetern und hier werden 7 Häuser entstehen. An der Straße werden die 3 Geschäftshäuser dominieren, alle mit eigenständigen, unterschiedlichen Architekturen, auch mit unterschiedlichen Nutzern. Und ich denke dann auch so, ein Gebäude hat ja ein langes Leben und die Gebäude haben so die Möglichkeit, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Im Inneren wird es ca. 60 Wohnungen geben, sehr großzügige Wohnungen mit Balkonen, weil wir haben ja hier einen sehr großen Kontrast. Einerseits diese enorm verkehrsreiche Kreuzung und andererseits diesen relativ großen grünen Innenbereich. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und mit den 700 Arbeitsplätzen der Volksbank ist natürlich dann auch Potenzial für
Cafés, Läden. Und ich glaube, diese Dinge werden sich gegenseitig begünstigen und werden auch für das Quartier einen wichtigen Impuls geben. Mehr als 14.000 Quadratmeter Gesamtnutzfläche für ein Gebäudeensemble, was den gesamten Kiez verändern wird. Und auch im Bezirksamt von Charlottenburg-Wilmersdorf weiß man, wie wichtig es ist, dass hier etwas entsteht. Der Slogan der Bank heißt ja, wir machen den Weg frei. Reinhard Naumann, wie sehr hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den Weg für diese Investition hier frei gemacht? In der Tat, als wir gehört haben, dass die Berliner Volksbank ihre Konzernzentrale hier einrichten möchte, haben wir auf Turbo gestellt, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und ein Tag der Freude für die City West, insbesondere auch für Wilmersdorf, denn das stärkt hier den Wirtschaftsstandort in besonderer Weise. Sie haben vorhin so ein bisschen gut umschrieben, das hätte ich gerne jetzt nochmal für die Kamera von TV Berlin, wie sehr sich das denn hier eingliedern wird in den Kiez wieder, das vielleicht auch gebraucht wurde. Ursprünglich hatten wir ja hier ein doch relativ hässliches Gebäude aus den 60er Jahren. Viele im Bezirk kennen es, es ist das Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf gewesen. Nachdem die Weichen für das Jobcenter neu gestellt worden sind mit dem Umzug zum Goslarer Ufer, konnte hier tatsächlich ja, ein Stück weit auch dieser Fremdkörper abgerissen werden. Und die Architekten haben Kreativität walten lassen in Zusammenarbeit mit uns. Es wird wirklich eine städtebauliche Wunde, kreativ geschlossen, Traufhöhe eingehalten, im Innenbereich bis zu 7 Gebäude, Hofcharakter, es wird Wohnen geben, es gibt Arbeiten, Leben, diese tolle Berliner Mischung, für die uns zum Beispiel Städte wie Paris, London oder Rom beneiden. Ein Büro- und Verwaltungsgebäude, das auch Geschäfte in den Kiez bringt und für eine Belebung der Gegend sorgt. In der City West entstanden in den vergangenen Jahren ja meist nur Hotels, die auf Touristen hoffen. Für den Bezirk sind solche Projekte aber ebenso wichtig. Wie sehr sieht denn die Planung der nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahre aus für Ihren Bezirk? Sind es denn nur Hotels oder jetzt auch Banken oder vielleicht auch ja, mehr Wohnungen? Also kein Rathaus in Berlin ist letztlich Projektsteuerer im Einzelnen für das, was gebaut wird. Das sind die Investoren, die letztlich das maßgeblich bestimmen. Aber natürlich freuen wir uns über jedes Engagement, das den Wirtschaftsstandort Charlottenburg-Wilmersdorf und damit Berlin insgesamt stärkt. Zum Thema Wohnung. Persönlich, ich würde mir natürlich auch mehr bezahlbaren Wohnraum wünschen. Jedoch sind die Grundstückspreise inzwischen in den Innenstadtbezirken insgesamt und eben auch bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf doch so hoch, dass tatsächlich staatlich reguliert stärker eingegriffen werden muss. Das kann aber kein Bezirk alleine, sondern ist letztlich auch eine Frage, inwiefern das Land, Senatorin Lomscher, dann auch über die städtebaulichen Konstruktionen schaut, dass, wenn Wohnungsbauareale entstehen, wir diesen 30%-Anteil für bezahlbare Wohnungen hinkriegen. Mehr ist leider, muss man ehrlich sagen, inzwischen in der Innenstadtlage nicht mehr möglich. Abschließend die Frage, nun stehen wir hier an dem Rohbau, an dem beginnenden Bau der neuen Zentrale von der Volksbank. Welche Bauprojekte werden so in den kommenden Wochen, Monaten, dies Jahr vielleicht noch realisiert werden im Bezirk? Wenn man entlang geht vom Bahnhof Zoo, sieht man ja auch schon viel Neues entstehen dort. Ja, hier ist ja nun gerade kein Hochhaus entstanden, sondern die Berliner Traufhöhe schließt hier diese städtebauliche Lücke. An anderer Stelle sind die Diskussionen voll im Gange. Wie hoch dürfen die Hochhäuser werden? Finde ich gut. Als ich 1989 in die Kommunalpolitik gewählt worden bin, da gab es noch starke Vorbehalte gegen Hochhäuser höher als das Europa Center. Deswegen auch das hingelegte Kanzlereck im Grunde genommen. Mit Waldorf Astoria und Upper West wissen wir, die Entwicklung ist weitergegangen. Und sie wird auch in den nächsten Jahren sich fortsetzen. Es wird weiter in die Höhe gehen. In welcher Form und mit welcher Richtung, das wollen wir dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Das soll nicht im stillen Kämmerlein entschieden werden. Erstmals investiert die Schweizer SSN Group in ein Projekt dieser Größe in Berlin. Die Volksbank als Ankermieter spricht für ein gutes Gelingen des Bauvorhabens. Und auch die Arbeitswelt ist nachhaltig angelegt, ebenso wie die Volksbank, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Herr Jung, von Ihnen würde ich gerne wissen, wie wird sich denn die künftige Arbeitswelt für die Mitarbeiter hier in der Volksbank in der neuen Zentrale gestalten?
Wir werden hier ungefähr mit 750 Mitarbeitern hingehen. Wir werden hier ein neues Bürokonzept ausprobieren, was heute neudeutsch neu territorial heißt. Also wir werden ganz andere Arbeitszeiten wahrscheinlich anbieten. Wir werden Möglichkeiten für Kollaboration anbieten. Die Mitarbeiter werden viel stärker vernetzt und zusammen in Teams arbeiten, als das bis heute der Fall war. Das typische Zellenbüro, wie man so kennt, das Einzelzimmer oder Doppelzimmer, das fällt hier weg. Wir werden also ganz andere Arbeitsformen letztendlich hier realisieren wollen und stellen uns damit für die Zukunft auf. Was sagen Sie denn all jenen oder andersrum, vielleicht auch den eigenen Mitarbeitern, die sagen, wie soll das funktionieren, so ein neues Arbeitsleben? Fällt es Ihnen auch schwer, sich da erstmal reinzufinden? Ich glaube, das ist natürlich, Veränderung hat immer eine gewisse Schwierigkeit. Was wir machen, ist jetzt in den nächsten 2 Jahren so unseren kulturellen Wandel vorzubereiten. Wir haben ein sehr junges Team, gerade was wir in die Bank auswärmen lassen, die sich mit den Arbeitswelten beschäftigen. Wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, um sozusagen die Vorbereitung zu machen für eine zukünftige Entwicklung? Und klar, das wird ein sehr enger Prozess werden. Aber ich glaube, wenn man nachher im Gebäude ist, dann wird man die ganzen Benefits sehen, die wir hier realisieren werden. Im 4. Quartal 2019 soll das Gebäude fertiggestellt sein. Spätestens dann wird sich zeigen, wie sehr sich die Volksbank an ihren neuen Standort eingelebt hat. Eines ist aber jetzt schon mal sicher: Hier entsteht Einzigartiges mit Nachhaltigkeit. Und das ist gut für die Berliner Wirtschaft.